Wer fängt an? Naja, du natürlich, Eure Majestät. Ja, gut, los geht's. Komm, no, no limit. Hey, hier sind wir mit der lustigen, kuscheligen, schnuckligen Folge zu Grand, zu den Rants. Wir haben natürlich mal wieder großartige Kommentare rausgesucht, die ihr uns geschickt habt, hier beziehungsweise unter unseren Videos kommentiert habt, zu den beiden Rant-Folgen, wo wir mal richtig ausgerastet. Ja, geht direkt los mit unserem Top-Kommentar der Woche. Der kommt von Darkstar und der schreibt, wieder mal aus der Seele gesprochen, aber ab Minute 12 hatte ich Angst. Wieso? Was war ab Minute 12? Spürst du das auch? Außer Plan. In meinem Kopf ist eine Achterbahn. War doch geil, oder? Spitzenmäßig war es gewesen. Und dann kommen wir zum nächsten und das ist Sonja Krüger. Bestes Outro, kleiner Zeichen 3, We want more rant episodes, Ausrufezeichen. Ich finde es auch passend, dass der Kommentar auf Englisch ist, denn die Dame hilft uns auch immer schön mit den Untertiteln und da sind wir sehr dankbar für. Schön für dich. Und der letzte Kommentar kommt von Miss Mickey 01 vor 3 Tagen. Das Beste ist ja, dass nach eurem Video automatisch ein Video von Lena geladen wird, in dem sie sich für ihre Echos bedankt. 2 Fehler. Warum hat Lena Echos? Und warum kommt ein Video von Lena nach unserem Video? Sind wir jetzt an ihren Einnahmen beteiligt oder was ist da los? Könnt schon wieder kotzen hier, ich gehe jetzt raus! Ja, danke, Miss Mickey 01. Ja, ich hatte ja mir das Video auch angeguckt. Ich gucke unsere Videos auch. Ja. Finde ich spaßig, hat Spaß gemacht. Ich habe aber gemerkt, dass ich 2 Sachen vergessen habe, ne, die mich übertrieben aufregen noch. Und merkt die, man. Die muss ich jetzt noch erzählen. Merkt man, wie du dich aufregst. Und zwar ist es einmal, dass ich finde, dass iTunes das schlechteste Programm ist, um sein Handy zu bearbeiten. Ja, ich verstehe nicht, wie so ein riesengroßes Unternehmen wie Apple so ein Scheißprogramm, warum kann ich mein iPhone nicht anstecken? Da ist ein Musikordner und da schiebe ich Musik rein und das war's. Nein, es ist Synchronisieren, Backup, alles dauert 280 Milliarden Jahre und da wollte ich mal sagen, vielleicht mal überarbeiten. Und dann noch ein neuer Trend, den ich absolut scheiße finde, und zwar ist es der Camel Toe Fake. Hast du davon schon mal gehört? Es gibt jetzt Frauen, die sich vorne in ihre Unterhöschen sowas wie eine Schaumstoffform, wie ein Brötchen, ein halbes Brötchen vorne reinschieben, damit, wenn sie ihre Hose hochziehen, man den Schlitz sieht und das fake dann sozusagen ihre Vagina. Stell dir mal vor, du ziehst eine Frau aus, die Vagina fake hat und Push-Up-BH, dann fällt alles auseinander und dann ist dann nur noch so ein Kleiderständer. Ständer. Ja, wo du gerade iTunes angesprochen hast, für alle, die uns nicht mehr ertragen können, also beziehungsweise unsere Optik nicht mehr ertragen können, wir sind momentan auch bei iTunes als Podcast zu hören. Das heißt, unsere Folgen gibt es dann nochmal als Audiospur. Könnt ihr alle abonnieren, dann könnt ihr uns in der Bahn hören und viel Spaß haben, weil ihr müsst uns nicht sehen. Findet ihr geil, was wir hier machen, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Und kriegt ihr nicht genug vom Klicken, dann geht an alle unsere Videos durch, gebt allen einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Vielen Dank. Das war's auch schon. Wir sehen uns Mittwoch wieder mit einem unfassbar geilen Thema. Ich freue mich. Ich freue mich. Wir sagen in dem Sinne tschüss und shine on.